Ja Leute, in diesem Video sprechen wir mal ein wenig über die Zerstörung und auch ein mögliches Crossplay im neuen Battlefield 2042. Eins vorweg, bis jetzt ist so gut wie noch gar nicht zu Crossplay oder die Zerstörung im Battlefield bekannt oder offiziell bestätigt. Das Ganze sind hier nur meine Ideen und meine Vermutungen. Ich dachte mir aber, dass es vielleicht einfach mal interessant ist, einfach mal über diese Themen zu spekulieren. Insbesondere, wenn man das Ganze dann mit anderen Games, vor allem auch von EA vergleicht und dann vielleicht so eine Art Anhaltspunkt dadurch bekommt. Crossplay ist heutzutage ja eigentlich in fast jedem größeren Multiplayer-Spiel dabei und ist auf jeden Fall ein nützliches Feature. Bis jetzt wurde aber auf das Thema noch gar nicht eingegangen, beziehungsweise es wurde gesagt, dass man zu einem späteren Zeitpunkt darüber sprechen wird. Und das heißt meiner Meinung nach eigentlich nur zwei Sachen. Entweder Crossplay wird es gar nicht geben und man möchte eben diese schlechte Nachricht natürlich nicht jetzt schon bei dem ganzen Hype verkünden und damit vielleicht ein bisschen den Hype abdämpfen, auch wenn Crossplay jetzt nicht so das ultra wichtigste Feature ist. Oder aber es heißt, dass sie daran arbeiten, aber eben noch nicht genau sagen können, ob Crossplay wirklich bis zum Release fertig wird. Es ist vielleicht durch die Verdopplung der Spiele und auch durch die größeren Maps aufwendiger, Crossplay zu implementieren. Bei Apex Legends wurde Crossplay ja auch zum Beispiel erst später hinzugefügt. Das sollte auf jeden Fall kein Problem sein. Und dann äußern sie sich eben jetzt erstmal lieber noch nicht dazu, in der Hoffnung, dass Crossplay eben bis zum Release einsatzbereit ist und es dann eben ankündigen zu können für den Release. Oder eben erst später zu sagen, dass sie eben an Crossplay arbeiten und es eben dann nachträglich noch hinzufügen werden. Eine weitere Frage dazu wäre ja auch dann noch, was für eine Art von Crossplay benutzt werden wird, wo einfach alle Plattformen miteinander gemischt werden und so immer Xbox, PlayStation und PC-Spieler in einer Lobby gemischt sind. Oder wie bei Apex Legends als Beispiel, das Ganze immer nur auf Anfrage bzw. auf Einladung passiert. Dass man also die Möglichkeit hat, mit Freunden auf verschiedenen Plattformen spielen zu können und dann eben eingeladene Konsolenspieler in PC-Lobbys kommen, aber sonst die PC-Spieler eigentlich unter sich bleiben, um eben bei so einem kompetitiven Spiel wie Apex es ist, den PC-Spieler mit Maus und Keyboard natürlich keinen Vorteil gegenüber den Controller-Spielern zu geben, wenn eben alle Lobbys immer komplett miteinander gemischt sind. Und dann noch das zweite Thema, was ich hier in diesem Video ein bisschen besprechen wollte mit euch, die Zerstörung. Hier wird wahrscheinlich eher weniger der Grund sein, dass der Zerstörungsaspekt noch nicht fertig oder bereit ist, sondern weil man sich diesem großen Aspekt wahrscheinlich einfach noch aufsparen möchte. Wir haben jetzt noch mehrere Monate und damit mehrere Events bis zum Release von Battlefield 2042. Bei der EA Play am 22. werden wir zum Beispiel mehr zum Gefahrenzonenmodus erfahren. Am 8.7. ist auch schon ein kleineres Event, wo wahrscheinlich eher weniger auf die Inhalte eingegangen wird, aber generell über Battlefield und auch Apex gesprochen wird. Und dann bleiben eben noch zur Gamescom als größeres Gaming-Event mehrere Themen übrig, auf die bis jetzt noch nicht eingegangen wurden, wie zum Beispiel die Zerstörung oder auch das Gunplay. Tom Henderson hat zum Beispiel vor einiger Zeit auch behauptet, es würde mindestens an 7 weiteren Trailern gearbeitet. Da würde es ja passen, wenn in jedem dieser Trailer ein bestimmter Bereich, ein bestimmter Aspekt aufgegriffen wird, wie eben das Gunplay oder eben die Zerstörung und dann in diesem Trailer im Detail erklärt wird. Die Frage ist also eigentlich nicht, ob es Zerstörung geben wird, denn das gehört ja sowieso einfach zu Battlefield dazu, sondern eher inwieweit die Zerstörung dann wirklich ausfällt. Denn mit den Naturkatastrophen steht ja quasi schon die Levolution-Zerstörung fest, dass eben größere Map-Veränderungen dadurch auftreten. Und auch die kleinere Zerstörung durch Fahrzeuge und Raketenwerfer sollte meiner Meinung nach dabei sein. Also es wäre ja sonst eigentlich auch quasi ein Schritt zurück. Als letztes Jahr zum Beispiel die neue Frostbite-Version vorgestellt wurde, konnte man in einer kurzen Szene auch ein einstürzendes Hochhaus sehen, was halt eben zeigt, was mit der neuen Frostbite-Engine und eben im Battlefield 2042 möglich ist. Und man konnte in der Tech-Demo auch schon die Massen an KI-Einheiten sehen und wie sie sich so verhalten. Und ein Entwickler hat auch schon bestätigt, dass das kleine Dorf vor der City auf der Sanduhr-Map komplett zerstörbar ist. Nur ist er halt eben nicht wirklich darauf eingegangen, ob das von den Spielern zerstört wird oder von dem Sandsturm zerstört wird. Zudem wurde auch schon ein neues Zerstörungsfeature namens Ground Deformation erwähnt, wo also das Terrain mehr und realistischer auf beispielsweise Granaten reagiert. Was ich also daraus mitnehme, ist, dass es auf jeden Fall Zerstörung durch den Spieler geben wird, nur dass es sich wahrscheinlich auf Häuser, den Boden und eben kleinere Hochhäuser bezieht und nicht, dass zum Beispiel ein gesamter Wolkenkratzer von den Spielern zum Einsturz gebracht werden kann, was auch irgendwie den Spielfluss ein wenig stören würde. Was aber auch auf jeden Fall ziemlich cool wäre, wenn man eben die größeren Wolkenkratzer halt eben nicht komplett zerstören kann, aber halt eben Wände raussprengen kann und damit halt eben verschiedene Räume oder Treppenhäuser freilegen kann und damit eben trotzdem die Möglichkeit hat, so viel wie möglich zu zerstören, ohne halt eben komplett die Spielwelt zu verändern. Aber da gilt es halt eben genauso wie beim Crossplay, dass wir da noch ein bisschen abwarten müssen, bis wir da mehr Informationen zu bekommen. Falls ihr sonst noch irgendwelche Themen habt, über die ich mal ein bisschen spekulieren und reden sollte, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten schreibt mir natürlich auch gerne wie immer eure Meinung und Vermutungen zum Thema Crossplay und Zerstörung in die Kommentare, was ihr euch da so erhofft. Und vergesst natürlich auch nicht ein Like und ein Abo dazulassen, wenn es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.